Meine lieben Freunde, wir müssen reden und zwar über das Mitglied Tessa Ganserer. Ja, der Begriff Mitglied trifft es hier ganz genau und ich laufe sogar in keiner Weise Gefahr, dafür sanktioniert zu werden. Denn sie ist Mitglied im Deutschen Bundestag, benimmt sich aber nicht immer so. Die Rede ist von Tessa Ganserer, das wisst ihr. Was ihr noch nicht wisst, ist, was wir dazu ausgegraben haben. Dazu jetzt mehr. Tessa Ganserer lässt keine Gelegenheit aus, um der Welt zu zeigen, wie sie sich gerne sieht, wie sie gesehen werden will und sie damit zu konfrontieren, wie man der Katze das Fell gegen den Strich bürstet. Denn Tessa Ganserer ist eine Frau, die es nicht nur in sich, sondern an sich hat. Und sie provoziert. Gestern, vorgestern sind die ersten Bilder schon im Internet zu sehen gewesen bei X. Mittlerweile hat man es geschafft in die großen Medienanstalten, in die großen Medienhäuser. Und wir als freie Journalisten springen auf so etwas gerne auf. Aber nicht, um hier ihr einen Gefallen zu tun und weiter dafür zu sorgen, dass sie medial hier an Reichweite gewinnt, dass das Gesamtkunstwerk Tessa Ganserer hier gewürdigt wird, sondern aus ganz anderem Grund. Ich möchte euch die Mechanismen dahinter erklären. Und das mit gutem Grund. Mein Name ist Chris, ich bin freier Journalist und wenn ihr neu hier seid, lasst gerne ein Abo da. Denn dann erfahrt ihr hier auf Habitat Lebensraum Deutschland nicht nur, was Schlagzeilen macht, sondern was hinter diesen Schlagzeilen steckt. Und warum es manche Informationen eben nicht ins öffentlich-rechtliche Interesse schaffen oder auch nicht in die großen Medienhäuser. Denn das ist kein Zufall, das ist Berechnung. Denn Medienmacht bedeutet, Medien machen auch Meinung und Persönlichkeiten. Das weiß Tessa Ganserer. Sie ist ein medial komplettes Knallbonbon, durch und durch. Was macht sie? Sie regt auf. Sie bürstet, wie ich es eben schon gesagt habe, der Katze das Fell gegen den Strich und sorgt dafür, dass ihr Name bekannt wird, dass ihre Performance bekannt wird. Das wäre ja alles nicht so schlimm, wenn sie in der Herbertstraße anschaffen würde oder wenn sie in einem anderen Etablissement dafür sorgen würde, dass Männer es gut finden, was sie tut, weil es denen einen hormonellen Ausgleich verschafft in ihrer Gemütslage. Sie tut das Ganze aber im Deutschen Bundestag. Und an dem Gebäude steht außen dran dem deutschen Volke. Das ist keine Schaubühne für durchgeknallte, extrem geltungssüchtige Personen. Das mal nur so allgemein, gar nicht mal nur auf Tessa Ganserer bezogen, das trifft auch auf andere zu. Gar nicht mal so lange her, 100 Jahre, 80 Jahre, lange vor Netflix, lange bevor die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt in Aktion getreten sind. Wenn man sich da informieren wollte, den wolligen Schauer des Außergewöhnlichen erleben wollte, wo ist man hingegangen? Ja, den Zirkus. Und der Zirkus, der zog als Wanderzirkus von Ort zu Ort. Und daneben gab es dann auch so diesen Jahrmarkt, diese Schaubühne, diese Kuriositäten, dieses Panoptikum des Außergewöhnlichen. Die Frau ohne Unterleib, der Mann mit den zwei Köpfen. Da gab es die Schaukämpfe, da gab es alles, was außergewöhnlich war und normalerweise mit dem Dorf- und Landleben wenig zu tun hatte. Und je abartiger es war, desto spannender war es. Und da hat man dann die hart erarbeiteten Groschen auch gerne mal investiert, weil man hat etwas zu sehen bekommen, was es sonst nicht gab. Und das ist die Grundlage. Dieses Ab der Norm ist das, was solche Menschen motiviert. Nicht, dass sie damit etwas bewegen wollen für Menschen, die sie gewählt haben. Nein, es geht genau um das Gegenteil. Es geht darum, die Menschen haben sie gewählt, um ihnen eine Bühne zu schaffen, wo sie ihren Marktwert erhöhen können. Für die Zeit, nachdem sie vielleicht aus dem Bundestag wieder ausgetreten werden. Ja, und dafür brauchst du einen Marktwert. Das ist übrigens genau dasselbe. Femmen war mal eine Bewegung, die sich für etwas eingesetzt hat. Heute ist es eine Bühne für Frauen, die Plank ziehen, die ihre Busen in die Kamera halten, Hauptsache gesehen werden. Und einige dieser Selbstdarstellerinnen haben es ja auch frei bekannt im Interview, dass man auf ihrer Webseite sehen kann, dass sie Aktionskünstler sind, was sie sonst noch so machen. Es ist also im Grunde genommen nichts anderes als eine Werbefläche für den eigenen ORF-Kanal. Und an dieser Stelle sei das auch legitim. Jeder soll tun, was er will, um sich selbst zu promoten. Wo ich empfindlich reagiere, ist, wenn so etwas im Bundestag passiert. Denn wir leben derzeit in Deutschland in
nicht nur spannenden, sondern in entscheidenden, teilweise sogar schon gefährlichen Zeiten. Das Leben in Deutschland ist nicht mehr so einfach, wie es das mal war. Wir leben in einem Umfeld, in dem es nicht mehr angenehm ist, draußen im freien Raum Zeit zu verbringen, ob das in einem Park ist, ob das in einem Schwimmbad ist, ob es auch an einem Bahnhof ist. Es wird gefährlicher. Der Job ist nicht mehr gesichert. Wir verlieren Arbeitsplätze, wir verlieren Firmen Tag für Tag. Das heißt, in dieser Zeit sollten wir uns überlegen, wofür unsere Volksvertreter stehen in den Landes- wie Bundesparlamenten. Das heißt, wir bräuchten die Besten und nicht die Durchgeknalltesten. Und das ist mein Problem mit Tessa Ganserer. Sie ist und bleibt ein Knallbonbon, das ich mir in einer Show der Kuriositäten vorstellen könnte. Dann auch gerne in den rumwandelnden Klingelbeutel 50 Cent reinwerfe, um zu sagen, ich wurde für 5 Minuten oder 10 Minuten angenehm skurril unterhalten. Es hat mir einen wolligen Schauer des Entsetzens über den Rücken getrieben. Aber dann widme ich mich wieder den Dingen, die in meinem Leben Relevanz haben. Nun nimmt sich Tessa Ganserer selbst extrem wichtig. Sie hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie will, dass neben jedem medial erreichbaren Artikel ein Button ist, mit dem man diesen Beitrag sofort zur Anzeige bringen kann. Mal abgesehen davon, dass das nicht durchsetzbar ist. Alleine, dass ein Volksvertreter, eine Volksvertreterin auf solch eine Idee kommt, zeigt, wie skurril hier das Denkmuster dahinter sein muss. Keine Angst, ihr fragt euch sicherlich jetzt, und wo sind die Bilder? Wir würden das Ganze doch gerne sehen. An dieser Stelle jetzt ein Hinweis von meiner Seite. Wir haben seit 5 Tagen unsere Mitgliedschaften angeboten. Für 99 Cent, das ist etwas mehr als dieser Kuriositäten-Eintritt, den ich mir vorgestellt habe und was ich bereit wäre, für Tessa Ganserer auszugeben. Also ihr müsstet schon für einen Monat Habitat 99 Cent in die Hand nehmen. Das würde mich unglaublich freuen. Ihr würdet unsere redaktionelle Arbeit damit unterstützen, was so in den Quengelregalen beim Supermarkt eine Packung Kaugummis kostet, die euer Enkel haben will oder euer Nachwuchs. Es ist weniger als ein Bier oder ein Kaffee, den ihr investiert pro Monat, um unsere Arbeit zu unterstützen. Denn der erste Beitrag, den wir exklusiv für unsere Mitglieder produzieren und zur Verfügung stellen, das ist eine Reflexion über das Leben und Treiben und unsere Bewertung davon von Tessa Ganserer. Diese Frau ist es wert, dass man ihr einen zweiten oder einen dritten Blick schenkt und daraus ableiten kann und lernen kann, wie gefährlich es ist, wenn wir hier die Kontrolle über unsere Parlamente aus der Hand geben und es zu einer Schaubühne wird für solche extrovertierten Selbstdarsteller. In diesem Sinne freue ich mich bitte, da unten gibt es 2 Knöpfe. Einmal hier Mitglied werden, kostet euch, sage ich euch ganz ehrlich, 99 Cent, knapp 1 Euro pro Monat. Oder hier den Kanal abonnieren, kostet euch gar nichts. Mich würde beides freuen, wobei super wär's. Und der Bericht über Tessa Ganserer, der am Sonntag übrigens online geht, der ist es wert, alleine hier mal 99 Cent zu investieren. Ist übrigens viel günstiger als Stefan Raab, für den bezahlt ihr 5,99 pro Monat. Gut, da könnt ihr auch 1 Million gewinnen. Bei uns nicht. Aber an Einsicht und Erkenntnis gewinnt ihr hier meines Erachtens mehr. Ach ja, und hin und wieder gibt es auch hier dann Songs, die von uns mit Verstand und Herzblut zusammengeklöppelt wurden. Wie jetzt noch einmal vor der Wahl in Brandenburg mein persönlicher Lieblingssong des Monats, Bück dich. Der Song über politisch nicht einvernehmliche Kopulation, wertvoller als ihr glaubt, denn es geht bei dieser politisch nicht einvernehmlichen Kopulation darum, dass ihr von hinten genommen werdet, egal was ihr wählt. Und dass es deswegen so wichtig ist, dass in Brandenburg die richtigen Parteien so viele Stimmen bekommen, dass an ihnen vorbei so gut wie nichts mehr geht. In diesem Sinne, habt viel Spaß, geht wählen, Leute, ich würde mich freuen. Deutschland steht am Wendepunkt, noch eine Wahl im Rennen. In Brandenburg entscheidet sich, wie viele noch pennen. Wir haben lang genug ertragen, leere Rot in uns, sie kocht. Wir fühlen uns bestohlen. Und ein ganzes Trauerspiel,
Stimmen von nur Schein. Versprochen wird das Paradies, doch was bleibt des Ton allein? Messer blitzen in den Straßen, das Chaos regiert das Land. Und ihr schwafelt was von her, sie, es, Pronomen. Vielfalt predigt ihr, doch bringt nur den Zerfall. Wo ist die Ordnung, die uns halten soll im freien Fall? Ihr versucht uns zu beugen, dass ihr dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel Kane gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Es sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Sicherheit versprochen, doch die Angst frisst uns auf. Parks und Plätze, Schulbahnhöfe, lebensgefährliche Zonen. Die Wähler bloß Stimmvieh, das Spiel ist schon längst gemacht. Abgezockt werden Mehrheiten erdacht, nach der Wahl wird nur gelacht. Ein Hörnerpupsen, Regenbögen, Schwarz-Rot-Gold, die Fahne brennt. Identität, ein ferner Traum, ein Land, das sich selbst nicht mehr erkennt. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel King gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Das sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Und wieder eine Wahl. Plakate, Slogan und Parolen. Brandmauern ums Volk werden mit linken Beton gezogen. Ihr habt uns die Hoffnung auf Demokratie rechts der Mitte längst gestohlen. Was wir kriegen, sind leere Phrasen, belogen und um eine echte Wende betrogen. Ihr versucht uns zu beugen, das Ziel dabei ist klar. Es sollen wir nicken, dann wollt ihr uns von hinten kicken. Hast du gerade wirklich viel King gesagt? Der Tatbestand ist ohne Diskussion eine politisch nicht einvernehmliche Kopulation. Ihr wollt unsere Stimme im doppelten Sinn. Das sollen wir euch wählen und uns dann schweigend bücken zur politisch nicht einvernehmlichen Kopulation. Politikerauftritt, Rede, Abgang, Harndrang ist doch nichts, was wirklich zählt. Die Wut des Volks wird lauter, das alles haben wir nicht gewählt. Brandenburg entscheidet bald, doch was bringt uns diese Wahl? Deutschland am Scheideweg, geredet wurde viel. Deutschland ist unsere Heimat und kein politisches Spiel. Vergesst eure schöne Illusion, wir wehren uns gegen diese politisch nicht einvernehmliche Kopulation.